Im Laufe der Geschichte gab es hermetische Persönlichkeiten, wie den Italiener Giordano Bruno, der von 1548 bis 1600 lebte, oder den Schweizer Paracelsus, gestorben 1541. Aber die älteste und rätselhafteste Figur in der Mythologie der Alchemie war Thoth, der ägyptische Gott der Weisheit. Er wird mit dem Kopf eines Ibis oder Pavians dargestellt. Manchmal trägt er einen Pinsel und eine Schreibtafel, das Ani, in einer Hand. Die Griechen identifizierten Thoth als Hermes Trismegistos, der dreimal größere Hermes, und die Römer kannten ihn als Merkur. Alten Texten zufolge war Thoth der Besitzer des Wissens über das große Atlantis und der wahre Erbauer der großen Pyramide von Gizeh, die fälschlicherweise Cheops zugeschrieben wird. Eine Stätte, die schon andere Persönlichkeiten wie Jesus, Salomon und Apollonius als Initiationsort diente. Die Mächtigen von Atlantis lebten und starben, aber sie erneuerten ihr Leben in den Hallen von Amenti, wo der Fluss des Lebens ewig weiterfließt. In der großen Pyramide bewahrte Thoth die Aufzeichnung und Instrumente von Atlantis auf, vor allem aber das Wissen und die Weisheit, um die Befreiung der Menschen herbeizuführen. Im Buch von Thoth wird berichtet, wie er Ägypten erreicht hatte. Als Thoth 52.000 vor Christus in Ägypten ankam, waren die Einwohner ein barbarisches Volk, doch ihm und seinen Anhängern gelang es, das Land während der 16.000 Jahre seiner Herrschaft zu einem hohen Grad an Zivilisation zu führen. Thoth war einer der Unsterblichen von Atlantis. Seine Weisheit führte dazu, dass er die Herrschaft über mehrere atlantischen Kolonien übernahm, darunter auch die in Süd- und Mittelamerika. Als es für ihn an der Zeit war, Ägypten zu verlassen, baute er die große Pyramide direkt vor dem Eingang zu den großen Hallen von Amenti. Es heißt, dass in einer der geheimen Kammern die Smaragdtafeln verborgen sind, die von Wächtern bewacht werden, damit niemand das dort aufbewahrte Wissen verfälschen kann und sie rein und unberührt bleiben. Es handelt sich um 12 Tafeln, die in 13 Teile unterteilt sind, wobei die letzten beiden Tafeln von so großer Bedeutung sind, dass es derzeit verboten ist, sie der Welt zugänglich zu machen. Laut Thoth sind die Tafeln so geschrieben, dass sie nicht nur einmal, sondern hunderte Male gelesen werden müssen, denn nur dann kann ihre wahre Bedeutung enthüllt werden. Eine beiläufige Lektüre würde ein paar Blicke auf die Schönheit werfen, aber ein intensiveres Studium würde dem Suchenden große Wege der Weisheit eröffnen. Um das Jahr 130 vor Christus herrschte in Ägypten großes Chaos und viele Priester wurden in andere Teile der Welt geschickt. Die Gruppe, die für die Bewachung der Tafeln zuständig war, wanderte nach Amerika aus und dort traf er mit den Mayas zusammen. Die Priester, die die Tafeln bewachten, beschlossen, an diesem Ort zu bleiben und die Tafeln wurden unter dem Altar eines der großen Tempel des Sonnengottes aufbewahrt. Nach der Eroberung des Maya-Territoriums durch die Spanier wurden die Städte jedoch aufgegeben und die alten Tafeln wurden in die große Pyramide zurückgebracht. Es heißt jedoch, dass der Verfasser des Buches Thoth die Erlaubnis erhielt, eine Kopie anzufertigen, bevor er sie zurückgab. Viele, die es lesen, werden irrelevante Texte sehen, aber andere, die wahren Studierenden, werden zwischen den Zeilen lesen und Weisheit erlangen. Eines der Fragmente lautet so: Wenn das Licht in dir ist, wird das Licht, das in den Tafeln eingraviert ist, dir antworten. Insgesamt gibt es 12 smaragdgrüne Tafeln, die aus einer durch chemische Transmutation entstandenen Substanz bestehen. Sie sind unvergänglich, widerstandsfähig gegen alle Elemente und Substanzen. Ihre zelluläre und atomare Struktur kann nicht verändert werden. Auf ihnen sind Schriftzeichen in der alten atlantischen Sprache eingraviert. Diese Zeichen reagieren auf bestimmte Gedankenwellen und lösen damit die entsprechenden mentalen Schwingungen im Bewusstsein des Lesers aus. Die Tafeln werden zusammengehalten von Ringen aus einer goldfarbenen Legierung, die an einem Stab aus demselben Material hängen. Wenn jemand das Innere der Kammer betritt, in der sich die Smaragdtafeln befinden,
treten offenbar die physikalischen Gesetze außer Kraft. Denn er kann sowohl schweben, seine körperliche Erscheinung verändern, seine Gedanken freisetzen, als auch in jeden Winkel des Weltraums reisen. An diesem Ort tritt der Mensch in Verbindung mit sich selbst und seiner Weisheit. Doch es scheint, dass die meisten Menschen dafür noch nicht bereit sind. Das in diesem atlantischen Schriftzeichen enthaltene Wissen ist die Grundlage der alten Mysterien. Und wer sie mit offenen Augen und offenem Geist liest, wird seine Weisheit hundertfach vervielfachen. Die Tafeln müssen immer wieder gelesen werden, denn die darin enthaltene Schwingung wird eine Antwort in der Seele hervorrufen. Die Suche des Menschen nach den Gesetzen, die sein Leben regeln, ist endlos. Doch die Wahrheit hat immer hinter dem Schleier, der die höheren Ebenen vor der materiellen Sicht des Menschen verbirgt, existiert. Sie ist bereit, von denen aufgenommen zu werden, die ihre Sicht erweitern und in ihrem Inneren suchen, statt in der äußeren Welt. In der Stille liegt der Schlüssel zur Offenbarung der Weisheit. Wer spricht, weiß nicht. Wer weiß, spricht nicht. Das höchste Wissen ist unaussprechlich, die über alle Worte oder materiellen Symbole hinausgeht. Alle Symbole sind nur Schlüssel zu den Türen, die zur Wahrheit führen. Wenn wir diese Symbole verstehen, werden wir beginnen, die Vision zu entwickeln, die uns befähigt, hinter den Schleier vorzudringen. Alle Dinge in allen Universen bewegen sich nach einem Gesetz. Das Gesetz, das die Bewegung der Planeten regelt, ist ebenso wenig unabänderlich wie das Gesetz, das das Leben des Menschen beeinflusst. Eines der größten aller kosmischen Gesetze ist jenes, das für die Entstehung des Menschen als materielles Wesen verantwortlich ist. Das große Ziel der Mysterienschulen aller Zeiten war es, das Wirken des Gesetzes zu enthüllen, das den Materiellen mit den spirituellen Menschen verbindet. Die große Suche nach Licht, Leben und Liebe beginnt auf der materiellen Ebene, wobei das letztendliche Ziel das vollständige Einssein mit dem universellen Bewusstsein ist. Aber wie können wir in die Tiefen unseres Wesens vordringen und Zugang zu dieser Weisheit finden? Der Schlüssel zur Entstehung der Weisheit liegt in der Stille der materiellen Sinne, ohne Begrenzung zu spüren. Es ist ein sehr tiefer Zustand, in dem das Wesen sich selbst wieder begegnet und in dem es hinausgeht und seine Begrenzung beseitigt. Es ist ein Training, das der Mensch immer wieder machen muss, um sich an seinen Ursprung zu erinnern. Um sich an das große Licht in seinem Herzen zu erinnern, damit er wieder nach Hause zurückkommen kann. In den Worten Tod sind viele Bedeutungen verborgen, die an der Oberfläche nicht sichtbar sind. Wenn das Licht des Wissens auf die Tafeln geworfen wird, werden sich viele neue Gedankenwelten eröffnen. Lies und sei weise, aber nur, wenn das Licht deines eigenen Bewusstseins das tiefsitzende Verständnis erweckt, welches eine innenwohnende Eigenschaft der Seele ist. Die Zeit der Atlanta war ein goldenes Zeitalter für die Erde. Der Mensch hatte mehr Wissen, aber nach und nach versanken wir in dem Schleier der Dunkelheit. Es gibt Energiewesen, die nicht an der Befreiung des Menschen interessiert sind und alles tun werden, um diese zu verhindern. Denn wenn den Menschen die Befreiung gelingt, werden diese Wesenheiten die Energie für ihren Lebensunterhalt nicht mehr vom Menschen gewinnen können. Jetzt ist die Zeit gekommen, diese Weisheit wiederzufinden, die immer in uns war. Wir haben sie nie verloren, wir haben sie nur vergessen. Die smaragdgrünen Codes sind in allen Menschen. Einige sind bereit, diese Informationen zu empfangen und zu transzendieren. Andere hingegen haben noch ein wenig mehr zu tun. Das Gute daran ist, dass sich jeder mit seiner Essenz verbinden kann. Jeder kann sich befreien. Und es ist ganz einfach. Man muss es nur wollen und daran arbeiten. Mehr nicht. So einfach kann es sein.